So, weiter geht's heute mit Breakfast. Richtig. Okay, was haben wir denn Schönes? Haben wir noch ein Turnier irgendwie vor uns? Das könnte ein Turnier sein, oder? Ah, super. Kann ich den Mattiger nehmen? Ja, kann ich. So, ich guck mal gerade, ob ich den ein bisschen upgraden kann, zumindest was Leistung betrifft. Bisschen einfacher gekriegt. So. Ist das ein Turnier oder ist das definitiv nur ein Rennen? Sieht nur nach einem Rennen aus. Okay, dann fahren wir heute nicht. Machen wir heute ein bisschen was mehr. Also, fahren wir jetzt mal dieses Rennen hier, dieses Schotterstrecken, was auch immer Rennen. So, ach nee, es ist doch wieder ein Turnier. Okay, das ist doch cool. Ja, dann kann man wieder ein Turnierchen fahren. Da, los geht's. Was habe ich jetzt auf Kabel? Drei Gegner raus, trainen, mindestens 1000 Schaden. Na dann, geh mal rein in dieses Match. Oder dieses Rennen so. Ich nehme mal gerade hier alles mit. Ne? Ich bin mal so frei gerade, lass mir mal so durch. Ja. Dankeschön. Morgen ist Feiertag, ich muss einkaufen. Keine Ahnung. So kommt mir das manchmal so ein bisschen vor. Klatsch, den habe ich rausgedreht. Und hier geht es wieder wahrscheinlich um Tabellen. So, wir gehen als Dritter ein. So, erste Auto weg. Ich dachte mir, die Einladung, die nimmst du dir jetzt irgendwie noch an. Ja, ich habe einen Auto noch ziemlich nah bei mir. So, letzte Runde. Können wir uns den Crazy Tank da vorne noch packen? Oder geht der erste Lauf? Was ich unverdient wäre an ihn. Den hat's aber gut in die Wand gehoben. Auf jeden Fall führen wir das Rennen mal an. Ich hätte es gar nicht so unverdient gesehen, wenn er durch gewesen wäre. Ja, weil der Crazy Dang, der hat sich, den habe ich einfach mal kurz komplett in die Wand gelegt. Weil ich habe den schön oben auf den Körner genommen und damit war das Ding gewonnen. Unsere erste Runde geht zumindest mal schon an uns. Ja, Crazy Tank ist sogar noch. Ja, da hat ziemlich einige noch erwischt da unten. Wie ihr seht gerade. Wir haben sogar fast das stärkste Auto im kompletten Feld. Mit unserer 178er Wertung. Also B-Wertung. Ich glaube, das waren sogar einige C oder A. Ich glaube, kann sogar ganz A-Fahrzeuge waren. So, auf jeden Fall. Die erste Runde gewinnen wir. Und jetzt brauchen wir noch zwei Autos. Ein Auto noch mit rausnehmen. Crazy Tank haben wir schon mal ausgehoben. Jetzt Lauf da, muss ich jetzt versuchen, dieses Rennen nach Hause zu holen hier. Also vermutlich sind wieder drei Runden sind jetzt hier.
Es sind 3 Runden und dann für im Finale 6 Runden. So war es eigentlich gemeint. Der Gravedigger. Die Geister so graben oder zu dick heißt der Graben. Und Grave heißt Grab. Ja, grab mal dein eigenes oder buddel mal dein eigenes Loch, ja, mein Freund. Es war kein Rausdrehen, aber es war einmal eine Ansage zu machen. Hat dem Motto, du setzt dich nicht neben mich, mein Freund. So, jetzt knapp, wir führen allerdings mit 2 Sekunden, 200 Sekunden Vorsprung. Wir gehen damit in die letzte Runde. Halbfinale, letzte Runde, liebe Leute. Können wir dieses Ding nach Hause nehmen, mitnehmen? Ja, aufpassen, nicht da irgendwie in die Wand rutschen. Hier war nicht viel mit rausdrehen, weil wir einfach nicht die Konkurrenz gerade hatten. Ja Leute, keiner vor uns war. Wir haben dieses Ding von vorne weg dominiert nach Hause geholt. Oh, den Shovelhead, den hat es tatsächlich doch noch weggehauen. Ich dachte, der war nämlich der, den ich einfach kurz in die Wand gestopft habe. Na gut. Nee, es war Griffdigger. Aber egal, scheiß drauf. Letzter Lauf für heute. So, diesmal sind es nicht 3, diesmal sind es 6 Runden. Schauen wir dieselbe Strecke. Dann machen wir tatsächlich doch heute nur dieses Turnier. Also ich feiere immer die Turniere, die mache ich immer einmal eine pro Folge, das passt ja dann auch. Da sind sie schon wieder 2 am Bekriegen. Jetzt rutsche ich ein bisschen weit raus. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade 2 Leute an mir vorbeigehen. Ziel erreicht. Fahrzeug. Ne, 1000 Schaden war es. So, das erste Mal, dass einer hier gegen uns führt, hier heute. Da hole ich mir erstmal kurz das Girl da, wer auch immer das war, Mad Molly jetzt vor uns jetzt. Und mache, das habe ich jetzt auch bewusst gemacht, dass ich die jetzt auch vorbeigelassen habe, dass ich mir eben dieses Ziel noch holen kann. Oh, Mad Molly, die ist sauer. Die ist gerade sauer. Die möchte uns jetzt gerne mitnehmen. Aber alles gut. Die hole ich mir im Zweifel noch. Auch hier. Gurgel, die ist so sauer. Die ist, das war nämlich die, die wir weggedreht haben. Ist halt Demolition Race, ne? Im Zweifel gibt es halt auf die Fresse. Die jetzt kaputt ist. Klunk. Da hat der nächste an die Wand gedrückt. Ja, hier der Volvo, der da meinte, uns ein bisschen ärgert zu müssen. Runde 4.
So, den drücke ich mal mit nach Hause da. Dann lasse ich mal ein bisschen Reifen regnen hier, Leute. Was soll man du gerade da versuchst hast, Digga? Aber das hat nicht funktioniert. So, Lauf. Blitzerlauf. Vorletzte Runde. Ah, es ist einer, Minimum zwei an uns dran, die unsere Alumni ins Leder wollen. Wir sind übrigens in der letzten Runde, so nebenbei. Ich wehre mich jetzt gerade mit Händen und Füßen. Ich will den einen habe ich schön mitgenommen. Der hat sich schon komplett verabschiedet gerade aus dem Rennen. Und dann wurde es ja doch nochmal relativ knapp, aber wir haben es tatsächlich doch nach Hause gerockt. Gewonnen. So, dann sind wir für heute durch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, ob wir noch ein kleines Turnier haben. Bis dahin und tschüss.